Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Isaac Rebirth. Ich habe gerade mal den Crazy dabei. Hallo. Ja, komm gerade frisch aus der TBP-Aufnahme und ich hatte noch ein bisschen Lust auf die Runde Isaac. So, und ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme gehabt und der Item-Tracker hat übelst rumgespinnt, aber jetzt ist er wieder da. Gut, aber ich würde auch gerne mit dem Charakter weiterspielen. Ich hatte nämlich gerade Azazel bekommen und den spielen wir jetzt auch. Aber nochmal frisch von vorne. So. Hier haben wir auch schon den Item Room und ich fresse schon mal schön Damage. Ui, schon eine Truhe. Schlüssel, Bombe, Kleingeld, nehmen wir doch gerne. Und wir haben den Speedball. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Azazel ist von den generell vom Design her der beschissenste Charakter. Weil es wird so gut wie gar nichts ersetzt bei ihm. Also, Azazel ist wirklich so einer dieser Charaktere, die später überhaupt kein neues Design haben. Ohne Pille. Einmal Drogen nehmen. Monster Keys. Bringt uns einen Scheißdreck. Also, ich fahre gerade so blöd, um auf der Karte zu treten. Ui, noch ein Schlüssel. Noch eine Pille. Nochmal Drogen nehmen. Lockdown. So muss das. Und jetzt Azazel vs. The Hound. Wie ich diesen Boss hasse. Also der Hound ist wirklich mein Hassgegner schlechthin. Schlimmer als The Bloat oder Peep. Aber auch ein Ding. Koffeinpille. Speed up, size down. Und wir kriegen eine Lockdown-Pille. Ja, vergiss es. Das Spiel mag ich heute wieder sehr. Das ist einfach so ein Phänomen bei Isaac. Du kriegst die schlechtesten Items und dann, wenn du eine schlechte Pille hast, die kriegst du tausendmal. Goathead. He accepts your offering. Und wir können uns direkt zum Secret Room porten mit The Moon. Drei Pillen. Puberty. 40 Hours Energy. Und nochmal Puberty. Also bringt uns einen Scheißdreck, oder? Auch nicht. Naja, nicht so wirklich. Wir kommen gerade aus dem Stachelraum raus. Und wir sind noch direkt vor dem Item. Yo! Damage confirmed! Alter. Das ist ein feiner Damage. Kann man mal machen. Plopp. Alter, wie die einfach nur entfernt werden. Azazel versus Monstro. Yo, ich hab sogar den Tanky Monstro und der ist weird. Little Steve, Psychic Friend. Was haben wir hier? Ein feines Abaddon. Evil plus Damage up plus 4 Shot. Damage sind jetzt eigentlich schon voll, aber ich will noch The Pack Damage and Tears up. Oh, das ist jetzt ein schönes Brimstone. Richtig schön knallrot. Jetzt würde ich besser auch echt noch einmal Brimstone finden und ich bin glücklich. Vielleicht mache ich sogar in diesem Run, wenn ich eine Lust drauf habe, einmal den Boss wasch. Drei rote Truhen, das nehme ich doch gerne. Ja. Hallo? Ich habe auch nachher noch mit meinen Eltern wollen mal so einen kleinen Filmabend hier heute machen, aber wir müssen natürlich genau was noch schauen wollen. Also zur Auswahl steht bei uns King Kong und Interstellar. Ist halt so eine Sache, weil Interstellar, ich meine, der Film wurde so aus dem Kino angeschaut, hat top Bewertungen, aber King Kong, der Film hat einen Affen. Schwere Entscheidung. Das ist echt so. Jeder mag Affen. Ich meine, ansonsten würde ich ja nicht mit dir aufnehmen. Richtig. Gern geschehen. The Small Rock Damage up. Knoggers. Wow, der Münze und ein halbes Herz. Happy Birthday. Dann hier die Jills. Oder wie die heißen. Lazarus Rex. Eternal Life. Schön aus dem Angel Pool raus.
Und weiter jedet weiter. Ihr werdet deleted. Na. Mein Name ist mir nach, wenn ich gerade ein bisschen beschissen anhöre. Also beschissener, als ich sonst eigentlich immer tue. Wie ist das? Ja, ich habe gerade so ein bisschen Halsweh. Fiabi. So. Magic Mushroom! All sets up. Ah, da ist er nehmen wir nicht mit. Sorry, Satan, will keinen Deal mit dir eingehen. Ich habe gerade schon 4 fette Damage. Ne, sogar 5 eigentlich. 5 fette Damage Items. Und ich treffe zu 100% einen Angel oder einen Devil Deal. Finde ich richtig geil. Ich glaube, der Binding of Isaac könnte dir eigentlich auch gefallen. Ich bin nicht so der Typ davon. Ich bin. Ich freue mich ja schon richtig auf das DLC dazu, also so Rebirth und Afterbirth. Das wird bei mir als erstes tot displayed. Ja, alles im Moment haben sie auf dem Isaac Hype. Oder früher waren sie es. Ja, jetzt ist ja der Hype schon wieder länger rum. Ja, aber ich finde, ich bin immer noch episch. Ich weiß gar nicht, warum der so schnell weg war. Das Spiel hat einfach alles. Als ob hier nicht der Super Sigurdom ist. Ist der echt nicht? The fuck? Okay. Verarscht. Dezent. Gut, ich will mal noch zum Item Room. Die Zeit nehmen wir uns. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir den alle Rooms hier nicht schnell klären können. Hallo, große Kaki. So, weiß haben wir gerade wieder einfällt. Pokémon für Anfänger. Oh Gott, nein. Scheiße. Oh nein. Tut immer auf den Kopf weh. Das war einfach eine geniale Folge mit Tagoon. Aber da wollte ich nicht mehr zu nichts sagen. Ich glaube, die Folge kommt vorher raus. Müsste eigentlich. So, gehen wir in den Arcade Room. Kriegen wir einen Dollar? Jetzt? Komm schon. Jetzt aber. Ah, dann eben nicht. Du wirst sie jetzt ja auch noch sterben. Stopp. Okay. Jetzt würde ich sogar nochmal in den Schub gehen. Eine neue Pille, eine neue Droge. Und Tears down. Perfekt. Rosary, Faith Up. Gefällt mir. So, 3 neue Soul Hearts. Okay, ab in den Shop. Ah, das ist nichts dabei. Nächstes ist Soul Heart. Ah, verdammt, ich habe vergessen. Ich wollte ja noch einen Safe raussuchen, wo die Bank komplett voll ist. Azazel vs. Polycephalus. One Birth. Bloodclot Damage in Ranger. Schon wieder nichts Geiles bei. Allerhöchstes Wort ein Baby, aber dafür habe ich zu wenig Damage an sich. Hätte ich irgendwie IP-Cake zu Anfang, wovon hätte ich es ziemlich gern genommen. So, Necropolis 1. Ui, Spinchen. Lob. Bombsack hieß. Look. Judgment. Just lets you be judged. Danke für die Kleingeld. Hier ist eine große Kaki. Richtig dicker Haufen. Ace of Spades. Just like of the draw. Gut, hier haben wir dann auch noch ein bestimmtes Ziegeltum. Alter. Momentan sind irgendwie all die Standardräume, wo ein Ziegeltum auftaucht oder so. Ist nicht wirklich. Das ist nix. Scheiß Glück, ne? Ja. Aber wir haben hier Regenbogen-Kaki. Yay! Regenbogen! Regenbögen!
Habe ich dir nicht mal das Video gezeigt hier, Titanen des Erdreichs? Ja, ja. Oh, das ist die Best. Das ist so ein Trash-Video, aber so episch. Du ein Kopfweh. Hab ich ja gesagt. Episch. Ah, ist das da vielleicht der Telepille? Lemon Party. Denkt an Leute, die müssen nach Lemon Party googeln. Macht es einfach nicht. Lemon oder Melon? Lemon. Okay. So, Challenge Room geschafft. Die Lockdown-Pille lassen wir hier. Ace of Spades nehmen wir wieder mit. So, oh, ein Zonar. Schon gefunden? Alter. Fiss dich. So. Yo, the body, I feel all. Tanky is confirmed. The Hermit. Ab in den Shop. Oh, PhD, Better Pills. Pray Fly. Und haben wir hier irgendwie noch ein kleines? Wie sind sie da oben? Ja, komm, hier ist aber. A Card Against Humanity. Gefällt mir. So. Also sollten wir jetzt irgendwie Wimps oder so finden, können wir ohne Probleme mitnehmen. Wir sind ja selbst tankig genug. Oh, willst du einen Schlüssel? Hier. Komm schon. Bitte. Da. Letzte Chance. Oh. Okay. Gut, du hast dich beschissen. Hier, fast das. Mein Schlüssel. Ah, Bookwurm. Nee, danke. Und hast du noch gegoogelt? Nee. Warum sollte ich? Du hast gesagt, ich soll's nicht tun. Ja, okay. Dann darfst du aber auch erst recht nicht nach Harlequin Baby suchen. Überhaupt nicht. Mach es einfach nicht. The Halo All Stands Up. Azazel vs. Krampus. Head of Krampus, Krampus Rage. Gut, weiter geht's runter. So, weiter geht's. Wieder Regen, großer Kaki. So, diesmal wird hier aber sein, bitte. Ich bitte euch. Komm schon. Er geht doch. Boko, Boko Bombs. Alter. Also mein Damage. Würde ich sagen, Damage confirmed. Ja. Was haben wir im Item Room? Ah, Little Gish, Sticky Friend. So. Da wäre es. Die letzte Ebene ist vor dem. Wo noch Shops auftauchen. Würde ich gerne mal in den Shop reingehen. Moment, ich will jetzt einfach hier unten schauen, was hier ist. Hier können wir nämlich noch ein bisschen bestimmt was abstauben. Blub. Jo, 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 ist okay. Ja, ja, Spiel. Bitte. Ich weiß, dass du mich lieb hast.
Spiel, ich hasse dich. Ganz ruhig. Ah, ich werde wieder. Nein, keine Würfelräume. Ah, das Spiel versucht mir wieder meine Laune auf, generell auf das Spiel wieder zu vermiesen. Das ist nicht jedes Spiel. Ah, ich sag, wir fanden das besonders gut. Musst du mal irgendein Ego-Shooter spielen, da hast du 5 Minuten keine Lust mehr. Sehr schön, im letzten Raum, wo Shops auftauchen, kriege ich einen Steam Sale. Komm, nehmen wir das mit. Wir haben ja eh Better Bills. Ist hier noch was Geiles drin? Das war ein Wurf. Das war's richtig, Wurf. Sack ab. Full Health. Komm, a card against humanity. Ein ganzer Raum voller Scheiße. Wie bei Christian zu Hause. Ey, ich hab erst aufgeräumt. Vor wie vielen Tagen? Oder Wochen? 3 Wochen? Nee, 2. Aber es sieht noch okay aus. Es sieht noch okay aus. Also ich habe ja mein Zimmer heute erst aufgeräumt. Also ich sag mal so, du kannst vom Boden essen. Ich will nicht wissen, was bei dir alles auf dem Boden rumkriegt, was man essen kann. Bei mir nichts. Und meine Schwester viel mehr. Hallo Ma. Fick mir unsere Mama in alle Löcher. The Polaroid Fade Shoes. Wait up. Ah, nehmen wir Full Health. Was haben wir denn hier im Triple Shot? Haben zwar jetzt ein bisschen langsameres Speed, aber wir machen jetzt einmal den hier den Boss Rush, habe ich mal richtig Lust drauf. Tschüss, Duke. Und tschüss du da, Piep. Last of List. Komm erstmal hier dich. Hallo, aufladen. Hallo. Na, komm schon, hallo. Ja, das ist jetzt ein bisschen langsamer hier. Also Triple Shot allgemein ist relativ geil, aber du kannst dich wirklich von deinem Attack Speed verabschieden. Da. So. So, dann haben wir jetzt hier Level Junior und Fistula. Also, falls das wirklich eine Lehre ist, die du nach dem Isaac spielen hast. Nein. Google niemals die Sachen, die da auftauchen. Tu es einfach nicht. Okay. Zu wissen. So. Du haust auch ab. Hallo Gördi. Tschüss Gördi. Ja, bremst du mal da lang. Ich hab ja irgendwie gerade Lust auf einen Epic Features Run. Weißt du, Epic Features ist so ziemlich das geilste Item aller Zeiten. Du hast einfach wirklich so einen Fötus in einem Glas mit einem Zylinder drauf. Und weißt du, was das macht? Was? Du schießt einfach mal Atomraketen vom Himmel. What? Ja. Deswegen wird auch Epic Fetus gerne mal genannt. Epic Fetus, fuck everything you love. Okay. Ja, das Spiel hat einen sehr eigenartigen Spielstil, würde ich es mal nennen. Die Reise der Apokalypse. Pestilenz ist tot. Tschüss, Termin. War. Und Death.
Fresse voll. Und der Headless Horseman. Alle sind sie tot. Und wir bekommen, wow, Little Chad. Das war sowas von Wurf. Nicht. Ah, naja, wir haben Triple Shot bekommen. Also nicht beschweren. Boah, das ist gerade echt super dabei. Das ist ein bisschen zu viel für Shots. Hä? Ja, so ein Triple Shot, das ist nicht ein bisschen zu früh dafür. Wieso? Ja, was macht man auch erst gegen Abend? Das ist gerade mal 20 Uhr. Wow. Wow. Also, jetzt passiert hier wirklich an dieser Stelle so ein Grillen zu meinen Leuten. Ich weiß, der war schlecht. Der war verdammt schlecht. Aber ja, wie heißt es doch so schön? Wenn ein Wissenschaftler sich ein Sandwich macht, ist es dann wissenschaftlich belegt? Oh. Pandoras Box. Was kann drin sein? Was Gutes, was Schlechtes? Ist es aber was Gutes. Latch Key lock up. Safety Pin. Evil plus Range und Shot Speed up. Head of Krampus. Krampus Rage. Boah, das... Obwohl, ich werde eigentlich Pandoras aufheben müssen für die, für die Cathedral. Ja, danke. Das waren schon wieder meine Soul Hearts. Vielen Dank, Spiel. Ich hab dich auch lieb. Also, ich könnte jetzt echt gerade ein bisschen über dein Tier Sachen gebrauchen. Hallo. Ah, close enough. So. Letzter Devil Deal. Azazel vs. Gurney. Double Trouble. Blah. Easy. Die Bibel. Ich bin gerade überlegt, ob ich die Bibel mitnehmen soll. Ach komm, warum nicht? The Bible, Temporary Flight. Bibel ist immer nett. Muss man ganz ehrlich sagen, die Sache hat noch richtig viel Damage drin. Yo, Curse of the Maze. Dingle. Shit just got real. Da passt sogar wirklich dieser Spruch, shit just got real. Dingle ist eigentlich in dem da Kackhaufen. Ach ja, davon kennt man auch zu viele im Leben. Mhm. Mit einem sind wir gerade im TS. Wer ist mit dir? Nee, ich habe gerade gedacht, Tobi wäre noch hier. Nee, er ist aufgekommen. Ah, schade. Ja, dann muss ich Marcel hinhalten. Ich hab gehört, Marcel hat da so einen Fetisch, der steht auf dem der Kacke. Oh. Lack ab. Alter, ich krieg richtig viel Lack dieses Mal. Na, haut ab. So. So. Ja, haut ab. Broken Ankh. Beschissene Anstelle gehe ich noch drauf. Wird das zu diesem Thema? Bombsack Kies. Ja, war irgendwo noch eine Pille. War die hier oder? Nee, die war. Wo war die Pille? Ich brauch die Pille, denn ich bin schwanger. Was? Was? Ein Glückwunsch. Da hatte ich jetzt auch gerade wieder so einen richtigen Hirnfurz. Schau mal hier rein. Fragt sich nur von wem. Ich glaube, ich könnte mir jetzt den ganzen Run kaputt machen oder epischer.
Gehe ich das Risiko jetzt ein? No risk, no fun. Alter, bin ich jetzt lahmarschig. Ich glaube, das hat den Run-Dezent kaputt gemacht. Was ist da jetzt alles drin? Scapula, Holy Mantle. Ach du Scheiße. Ich bin auch ein Löwe. Ne, Löwe bin ich nicht. Wieso kann ich alles kaputt treten? Ja, Damage ist auch weg. Ich habe alles kaputt gemacht. Scheiße. Warum kann ich nicht einmal mein Leben safe spielen? Ganz ehrlich, was hilft es mir, wenn ich über Sachen drüber fliegen kann, wenn ich sie einfach kaputt trampel? Richtig, gar nichts. So, hier geht es um Boss. Wow, geht's so wirklich. Kein Wahnsinn. Oh, mir fällt auch gerade wieder direkt dieses Bild ein, was an Qualität aus unserer Klasse in die Gruppe geschickt hat. Wie Hornbach, wie viel Wahnsinn steckt in dir? Kennst du das? Nee, jetzt noch nicht. Wenn ich es wiederfinde, schicke ich es dir mal. Bitte nicht. Mehr Range. Oh, stimmt, wir haben auch kein Goathead mehr. Oh, ich hätte jetzt 7 kein Goathead bekommen. Ach, ich... weiß, warum ich so gar keine Range mehr habe. Ich sehe es gerade. Ich habe jetzt Crickets Body. Ach, da unten sind ja auch noch Items. Ich habe jetzt auch die Donnerschenkel. Alter. Dieses Glück ist jetzt so scheiße. Alter. Da habe ich mir ja auch nicht was eingebockt. Christian, wenn du es gerade verstehst, ich habe gerade ungefähr so gemacht. Ich hatte gerade eine 9x9 Viper und Capacitor Bank und habe es quasi eingetauscht gegen ein random Item und das war eine Lead Zone Energy Cell. Ich kann es eigentlich echt nur so vergleichen. Das ist echt bitter. Unbewusst oder bewusst? Unbewusst. Also, ich wusste nicht, dass es eine Leadstone Cell wird. Ich wusste nur, dass ich das gegen was eintausche. Oh. Dominik. Ey, jetzt hat er aber auch genauso gut irgendwie eine... keine Ahnung. Merkst du was? Nee, ich versuche gerade ein gutes Beispiel zu finden. Jetzt hätte wirklich eine 64 mit 64 Vibe und Capacitor Bank werden können. Ja gut, das ist natürlich dann was anderes. Weil das Geile ist, je mehr Items du hast, desto mehr wird gerevolt. Hey, ich hab wieder ein Steam Sale. Oh nein! Azazel vs. Superenvy. Ganz ehrlich, Superenvy ist so scheiße nervig. Es ist nichts anderes als Envy, bloß mit noch mehr nervenden kleinen Kackviechern. Statt 2 kriegst du einfach mal 3 von denen. Nicht deine Runde, ne? Nee, jetzt echt nicht mehr. Ja, komm, Schubkabuk. Nee, den Run habe ich mir echt kaputt gemacht. So, stirb, du kleines fliegendes Kackvieh.
War nicht close, das war calculated. Oh nein. Den Roller spiele ich freiwillig. Deine Siegerzäume ist Love als diese Geister. Schiffslock Nummer 1. Boah. Magician. Sehr schön. Das war jetzt auch wieder richtig schön an Wurf. Ich hab Powering Bombs. Fuck my life, ich hab keinen Bock mehr. Dieser Mann ist so unendlich scheiße. Ich hab sogar keinen Bock mehr. Er löst mich doch. Ja genau, flieg zum Kackhaufen. Alter, wollt ihr mich ver... Ja, flieg hinterher. Ja, finde ich voll geil. Geh drauf, fick deine Mutter. Ja, so tief bin ich schon gerade gesunken. Dieser Mann ist so ziemlich einer der beschissensten, die ich je hatte. Ich bin fast tot, hier in 25 Münzen. Ich bin tot. Hä? Ich hatte Angst? Was ist das denn für eine? Alter. Jetzt habe ich diese ziemlich merkwürdigsten Tränen aller Zeiten. Die fliegen um mich herum. Also fliegen jetzt nach vorne, dann nach hinten und dann splitten sie sich auf ein kleinere. Isaac. Ich hab kein Damage. Gib mir Damage. Hey Mann. Alter. Ja geil, jetzt bin ich auch so langsam wie ein Schuh. Alter, das ist traurig, dass ich... Das ist der traurigste Mann, den ich hier hatte. Nein, nein, hau ab, nein, nein, nein. Okay. Also wenn ich das hier jetzt schaffe. So viel zu dem Thema. Ja gut, ne? Ey, ich muss mal sagen, dieser Mann hat übelst geil angefangen. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Und er wurde so beschissen, dass jetzt das gekommen ist. Christian? Ja? Ich bin gerade offiziell gestorben. Ja gut! Ey Mann, sowas Beschissenes hatte ich lang nicht mehr bei Isaac. Ja gut, ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal. Ihr hattet jetzt schon eine 95-Minuten-Folge. In dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht. Gebt trotzdem einen Daumen nach oben.
Ja, und dann würde ich noch sagen, bis zum nächsten Mal. Hasta la vista, adieu, au revoir, etc. Und bis bald. Tschüss.